1.000 Euro Rente für nur 4 Jahre im Bundestag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Bundestagsabgeordnete sollen für nur 4 Jahre Tätigkeit im Bundestag 1.000 Euro Rente bekommen. Und zwar ein Leben lang und dies monatlich. Ich wollte das erstmal im ersten Moment gar nicht glauben, und bin der ganzen Sache mal auf den Grund gegangen. Ausgangspunkt ist das Abgeordnetengesetz. Über dieses Gesetz und auch über die Regelung zur Altersentschädigung haben die Bundestagsabgeordneten das ihr eigenes Gesetz zur Altersentschädigung selbst entschieden. Nicht wie bei der gesetzlichen Rente, können sie auch nicht selber über ihre eigenen Rentenansprüche gesetzlich entscheiden. Das macht der Bundestagsabgeordnete. Ein Bundestagsabgeordneter erhält ab dem 1. Juli 2019 eine monatliche Diät von 10.083 Euro. So steht es in § 11 Abgeordnetengesetz geschrieben. Grundsätzlich hat der Abgeordnete auch einen Anspruch auf eine sogenannte Altersentschädigung. Ich sage dazu mal Rente. Er konnte ja in der Zeit seiner Mandatsausübung keine anderweitige Altersvorsorge betreiben. So die Gesetzesbegründung, die die Abgeordneten sich da so ausgedacht haben. Das ist schon ziemlich seltsam, dass ein Abgeordneter, der 10.000 Euro Abgeordnetendiät monatlich hat, nicht in der Lage ist, von dieser Diät eine eigene Altersvorsorge zu betreiben. Das muss man mal erklären. Wenn der Abgeordnete mindestens ein Jahr im Bundestag war, bekommt er 2,5% Steigerungssatz von seiner monatlichen Diät als Rente später einmal ausgezahlt. Also Voraussetzung ist, er muss mindestens ein Jahr im Bundestag sein. Früher waren das mal 8 Jahre vor 2008. Macht also nach einem Jahr schon 250 Euro Rentenansprüche. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Achtfache von dem, was ein normal gesetzlich Rentenversicherter, der im Durchschnittsverdienst verdient und einen Entgeltpunkt pro Jahr bekommt, hier hat. Der bekommt nämlich nur 33,05 Euro monatliche Rente für ein Jahr Arbeit. Nach 4 Jahren Mandatsausübung bekommt also unser Abgeordneter schon 1.000 Euro Altersentschädigung oder sogar noch ein bisschen mehr. Ja, wir müssen immer gucken, die Abgeordnetendiäten steigen ja auch jedes Jahr. Der Bundestagsabgeordnete muss im Gegensatz zu dem gesetzlich Versicherten nicht einen Pfennig eigene Beiträge für seine Altersentschädigung zahlen. Der gesetzlich Rentenversicherte muss mindestens 30 Jahre, so habe ich ausgerechnet, arbeiten, um auf eine Rente, um auf eine gleichwertige monatliche Rente von 1.000 Euro zu kommen. Einige wenige Stimmen in der Politik fordern, dass die Abgeordneten im Deutschen Bundestag in die gesetzliche Rente einzahlen sollten. Daher stelle ich Ihnen, liebe Bundestagsabgeordneten, folgende Frage: Wie würden Sie es denn finden, wenn jemand über Ihre Rente entscheidet, der nach nur 4 Jahren Arbeit einen Rentenanspruch von 1.000 Euro hat und Sie für einen Rentenanspruch von 1.000 Euro nach aktueller Rechtslage 30 bis 35 Jahre lang arbeiten müssten? Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.